Heidi Leo, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Im letzten Video hatte ich euch versprochen zu zeigen, wie ich die Bruschetta mache. Das Versprechen löse ich jetzt hier ein. Es ist also wie gesagt die perfekte Beilage zu einem gut gegrillten Stück Fleisch. Und was ihr dazu braucht und wie es funktioniert, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Wir benötigen und natürlich die genauen Mengen wie immer unten unterm Video. Für die erste Variante brauchen wir Tomaten. Ich habe jetzt hier so Cocktailtomaten, da könnt ihr auch normale Fleischtomaten nehmen. Dann Knoblauch, Basilikum, natürlich Ciabatta-Brot. Für die zweite Variante brauchen wir Pilze, möglichst frische Pilze. Können wir Champignons nehmen oder Steinpilze oder Pfifferlinge. Ich habe mich jetzt hier für Kräuterseitlinge entschieden, je nachdem, was er halt bekommt. Zwiebeln, Thymian. Und für die dritte Variante brauchen wir einmal einen schönen Schafskäse und ein Stückchen Mozzarella, Zitrone, Petersilie und wiederum Basilikum. Und für alle drei brauchen wir ein gutes Olivenöl, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und natürlich wie immer, wenn wir kochen oder grillen, einen guten Kochwein für den Koch. Wie gewohnt beginnen wir als allererstes mit dem Mise en Place und ich fange jetzt hier mit der Pilzvariante an. Dann habe ich mir jetzt hier eine Zwiebel, da könnt ihr im Übrigen auch eine Schalotte nehmen, die ist etwas milder und die wird jetzt erstmal hier in Würfelchen geschnitten. Und als nächstes werden wir die Pilze einfach grob durchhacken, also nicht zu fein, weil die natürlich beim Braten auch noch ein klein wenig an Volumen verlieren. Nachdem wir die Pilze jetzt schön klein gehackt haben, habe ich mir hier eine Pfanne aufgesetzt, da ein klein wenig Olivenöl rein, nicht zu viel. Und da werden jetzt erstmal die Pilze und die Schalotten richtig schön knackig angebraten. Und nach circa so einer Minute oder zwei kann man den Thymian hier mit rein rebeln. Den braucht man nicht zu hacken. Da reicht es einfach, wenn man die Blättchen hier abzupft und mit dazu gibt. So, und ebenfalls kurz mit durchschwenken. Ich muss jetzt also jetzt hier gar nicht so wahnsinnig viel rösten. Und anschließend wird das einfach nur mit ein klein wenig Salz und Pfeffer aus der Mühle abgewürzt. Und dann wäre das erste Topping schon fertig und weiter geht's mit den anderen beiden. Für die Käsevariante werde ich mir jetzt hier erstmal die Petersilie und den Basilikum richtig schön fein hacken. Kommt dann anschließend erstmal in eine Schüssel. Hier reiben wir uns jetzt noch die Schale von einer unbehandelten Zitrone dazu, beziehungsweise von einer halben. Und dann werden wir den Käse in richtig kleine, feine Würfelchen schneiden. Ich fange jetzt mal hier mit dem Mozzarella an. Anschließend noch den Feta. Das kommt dann natürlich alles hier zu den Kräutern dazu. Salzen braucht man das im Übrigen nicht, weil der Feta genug Salz mitbringt. Ich kann jetzt hier maximal noch ein klein wenig Pfeffer mit dran machen, wer mag.
Ich glaube, ich mag. Und jetzt vermischen wir die ganze Geschichte einfach nur. Und damit wäre auch schon unser zweites Topping fertig. Riecht im Übrigen super frisch. Der Vorteil ist hier übrigens, könnt ihr wunderbar vorbereiten. Also einfach nur die ganzen Toppings vorbereiten. Hält sich dann auch eine Weile im Kühlschrank, bis er die Bruschettas dann macht. Und ich fange jetzt mit der dritten und letzten Variante an. Das ist die klassische mit Tomaten. Hier fange ich an und werde erstmal den Knoblauch hacken. Ich habe jetzt hier keinen getrockneten, sondern frischen, weil der so ein klein wenig aromatischer ist. Aber auch der muss erstmal geschält werden. Geht relativ einfach. Und dann werde ich den einfach nur in ganz, ganz kleine Würfelchen hacken. Und nachdem der gehackte Knoblauch in der Schüssel Platz genommen hat, geht es hier an das Basilikum. Und als letztes werde ich die Tomaten klein würfeln. Die sind jetzt hier relativ reif und dementsprechend weich. Da braucht man so ein schönes scharfes Messer, dass es da nicht zu sehr matscht, die ganze Geschichte. Und die hier einfach in kleine, feine Würfelchen schneiden. Ungefähr so die Größe. Die klein gewürfelten Tomaten ebenfalls mit zu dem Knoblauch und dem Basilikum in die Schüssel. Das Ganze etwas mit Salz und frischen Pfeffer abwürzen. Und damit wäre auch unser drittes Topping fertig. Schön vermischen. Und jetzt können wir uns um das Brot kümmern. Für das Ciabatta-Brot könnt ihr auch ein Weißbrot, also so ein Baguette nehmen oder vielleicht sogar auch ein Toast, ist dann halt kein Bruschetta mehr. Habe ich mir jetzt hier eine Pfanne aufgesetzt, die ist schon richtig heiß. Da werde ich ebenfalls ein klein wenig Olivenöl hineingeben. Und dann einfach die Brotscheiben schön von beiden Seiten knusprig braun rösten. Das Ganze könnte man auch auf dem Grill machen. Dann würde ich das Ciabatta vorher mit Öl einreiben. Und dann grillen, also wie gesagt, als Grillbeilage hervorragend geeignet. Und jetzt röste ich mir, wie gesagt, die drei Scheibchen hier an. Und dann können wir anrichten und probieren. Nach dem Anrichten, ich habe hier über diese Tomatenvariante noch ein klein wenig Olivenöl drüber gegeben, geht es jetzt ans Probieren und dann geht es einfach von links nach rechts. Einmal die klassische Variante auf euch. Und so wie man es kennt, wenn man, so wie ich, Tomaten aus dem eigenen Garten verwendet, ist das nochmal eine richtig andere Nummer, weil die schmecken wirklich richtig intensiv. Also es schmeckt sehr, sehr fein. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das kannte ich schon. Jetzt bin ich mal gespannt hier auf diese Käsevariante. Feta Mozzarella im Übrigen. Also diese Kombi
Feta Mozzarella und diese Zitronen, dieser Zitronenabrieb, der kommt hier also wirklich richtig gut, schmeckt sommerlich frisch. Super schönes, leichte Variante. Und jetzt nochmal die Pilze. Auch nicht schlecht. Also ich sag mal, es gibt bestimmt Rezepte, wo dann steht irgendwie braune Champignons oder überhaupt Champignons. Nehmt keine Champignons. Die schmecken irgendwie nicht so richtig pilzig, finde ich. Wenn ihr die Möglichkeit habt, frische Waldpilze dafür zu verwenden, dann nutzt diese Variante. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches mir besser schmeckt. Die schmecken einfach alle drei richtig gut. Und falls ihr Spaß an dem Video hattet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar, läutet die Glocke, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Backen ist nicht Kochen.